Heute mit einem Gast, über den die Gala im Star-Porträt schrieb, vom Punk-Model und Soldat zum Tatort-Kommissar. Verfasste Songs wie zum Beispiel den mit dem lyrischen Titel Ich glaub, ich fick dich später. Howdy und welcome, Wotan Wilke Möhring. Ja, dieser Musiktitel, der... Verfolgt er dich? Unverstandene Kunst. Ja? ich habe damals ja mit Gabi kennengelernt, von Duff, Gabi Delgado, der leider, wie gesagt, dieses Jahr von uns gegangen ist. Und wir haben uns gut verstanden und haben dann die Energie von vom Punk, die von mir kam, und die Popularität und die elektronische, das Knowledge von Gabi kombiniert in dieser Duff Doss, so ist die Band. Das ist eigentlich nur ein Titel, I guess I fuck you later von Motherfuck, das gibt es einen ancient Titel, den gab's. Da wird es nur übersetzt, schon kein Airplay. Jeder kennt dich natürlich als irgendwie Schauspieler in Deutschland, aber dass du deine Wurzeln im Punk hast und als Musiker früher losgelegt hast, wissen eigentlich nicht so viele. Genau, aber Musik war eben so mein, das ist auch das, was mir ein bisschen, was ein bisschen wehmütig manchmal ist, weißt du, bleibt halt auf der Strecke. Und das fehlt mir aber, ne? Musik selber machen, weil es ist einfach eben doch, wie ihr wisst, noch eine universellere Sprache als ein Film. Was man noch weniger weiß, ich habe früher auch gemalt. Also nach der Schule, ich hatte zwei große Ausstellungen sogar, auch Verkaufsausstellungen. Und wollte ich Kunst studieren, dann war das aber in der Akademie Düsseldorf, glaube ich, sogar so, dass die gesagt haben, ihr Stil ist zu weit entwickelt. Was? Ach ja. Ich wollte Handwerk lernen, ne? Dann habe ich tatsächlich überlegt, bei so einem Maler, den ich gut finde, in die Lehre zu gehen, so wie früher. Ja. Gibt es aber nicht das Modell mehr. Und dann habe ich mich entschieden, an der HDK zu studieren, weil das ist so Kunst und Kommerz gewesen. Fachbereich 5 war das damals neu. Und genau, und dann bin ich, das ist eigentlich Werbung, Kommunikation. Da hast du aber auch selber Plakate gemalt, kleine Filme gedreht, Radiosendungen geschnitten und so. Mhm. Und so bin ich überhaupt nach Berlin gekommen. So habe ich Gabi kennengelernt. Und Punkmusik ist so deine Musikrichtung, ja, genau, also, oder dein Ursprung? Ja, genau. Punk war halt, weil ich, was ich an Energie mag, deswegen freue ich mich auch über die ganzen Holzgitarren, die hier rumstehen, ist halt natürlich so eine Live-Übertragung von Energie. Und da habe ich immer so eine, habe ich immer schon auch gehabt, so eine, das kennt ihr mit Sicherheit auch, so eine Songliste, so, die so man bei der Beerdigung spielen soll. Weißt du, weil es gibt Musik, ja, wirklich Musik, wo du denkst, da kannst du drauf gehen. Ja. Weißt du, jetzt, in dem Moment, mir scheiße, ja. Das ist es so eine Art Lebensmotto, von dem du heute auch zehrst, zum Beispiel, ja, ja, ja. Also Dinge, die man als Teenager und so geil findet, die kriegt man irgendwie nie wieder los, da kommt man immer irgendwie wieder drauf zurück. Also ich glaube schon. Also für deinen jetzigen Beruf? Ja, genau, also ich glaube die Basis, ne, dieses Attacke, das ist so bei mir gleich geblieben, also glaube ich schon. Also ich bewerte auch nach wie vor ja Menschen mehr nach dem, was sie tun, als was sie sagen, ne? Deswegen habe ich da so Sachen immer total interessiert, auch von der Gesellschaft. Also ich bin ja dann als Punk zum Bund. Aber eigentlich ist es von der Energie genau das Gleiche, weil... Attacke. Ich habe dann vorher ein Praktikum gemacht mit so Geistig, bin dann in den USA, und da, ich habe so damals ein Arbeitsvisum auch gehabt und bin dann, habe gesagt, das könntest du dir vorstellen als Zivildienst. Und da waren aber viele von meinen Punk-Kumpels, da habe ich so, nee, ich mache Essen auf Rädern, da kann ich bei meiner Mutter wohnen und ist nicht so. Das war mir zu verpissermäßig. Da gibt es großartige Jobs, bin mir sicher, aber ich wollte mich aus irgendeinem Grund, das klingt jetzt blöd, nicht drücken, weißt du, meine? Weil mich hat schon immer das dunklere, tiefere Wasser mehr interessiert als der leichte Weg. Das hat mich einfach nicht interessiert. Und dann war das, hat ja auch wirklich Glück, ey. Super Leute gehabt da, ne? Also auch, jetzt nicht, da war nicht Kartenspiel und Saufen bei den Fallschirmen, war auch wenn du hast eher nicht zugegeben, dass du krank bist, weil du wolltest unbedingt dabei sein. Aber das war mehr als nur eine Grundausbildung, oder? Genau, und dann fand ich das wirklich so gut, also, weil es auch physisch war, ich glaube, nie wieder so fit, und du hast aber auch ganz tolle Erlebnisse gehabt, Schlafmangel, wir hatten damals noch 72-Stunden-Übungen ohne Pennen und so, wo du... Tolle Erlebnisse. Aber weißt du, aber Grenzerfahrung. Über dich selber, genau, Grenzerfahrung, und das ist das Wort. Weißt du, Hunger, aber einfach Nacht, und das war, wie gesagt, eine super Zeit, dann habe ich verlängert, habe ich richtig viel Kohle gekriegt, mich für jeden Drecksdienst gemeldet, und hatte dann, ein Wochenende Springerzulage, Ausbilderzulage, ich habe dann auch, war Gruppenführer beim Schießen, also auch mit aus dem Flugzeug, Digga, mit Bänderriss und nicht zugegeben. Dann hatte ich aber die Schnauze voll, und dann bin ich eben, hatte ich auch keinen Bock, aber genug gesehen. Und tatsächlich hat mir dieses beim Bund die Zeit viel für einen Film geholfen. Und wann kam der Gedanke, Schauspieler zu werden? Also ich habe ja nie auch zum Beispiel gesagt, ich will jetzt Schauspieler werden und ich will jetzt das, sondern irgendwie aus dem Bauch. Ich habe die Lehre fertig gemacht, auch wenn ich die nicht brauche. Das Studium fertig gemacht, auch wenn ich die nicht brauche. Und dann habe ich nebenbei, hatte ich ja so einen illegalen Club in Berlin und das mit Gabi gemacht, alles während des Studiums, und habe so ein bisschen gemodelt, und dann fing das so an mit Werbespots, und so über diese Werbespot-Nummer kam dann der Film, der erste Auftritt, die erste Rolle. Und das wollte ich halt lernen, ne? Ja. Da war ich zu alt. Und für die 30, wirklich? Da habe ich so,
wieso kann man für irgendeine Kunstform zu alt sein? Da hatte ich aber auch Glück, eben auch am Anfang Glück mit dem Experiment, zum Beispiel als ersten Kinofilm, ne? dass dann Leute mutig genug sind, so ein Nobody zu besetzen. Du hast 2019 eine Pandemieserie gedreht. Ja, verrückt. War das damals schon absehbar? Natürlich nicht. Also für den Zuhörer, ne? Die Serie heißt, wie heißt sie gleich? Slowborn. Das ist eine fiktive Insel. Ja. Und es geht genau um das, was passiert ist. Absolut. Ein Virus zieht über die Welt und macht uns alle krank. Natürlich deutlich tödlicher, weil es ist im Film langweilig, so lange zu warten, bis einer tot ist. Und naja, klar. Da geht es schneller. Und ein bisschen höher gezogen noch das Tempo mit Bundeswehr greift ein und so. Und so. Und dann das ZDF hätte den deutlich eher bringen können, die Serie. Mhm. Hat aber tatsächlich ein bisschen Muffen zu Hause. Hatten sie? Zum Beispiel das Maskenthema gibt es da gar nicht richtig in dem Film und so. Und dann, als das dann so anfing, die Städte leer waren und du darfst immer rausgehen, dann diese Bilder aus Italien und so. Da war ja der erste Satz, oder der bei vielen, ist ja wie im Film. Geht davon aus, es wird keine weiteren Staffeln geben, doch, dann, doch, oder? Also ich glaube schon, weil die auch super ankam und nach wie vor auch super läuft in der Mediathek. Weil das natürlich, so haben sie mich auch ehrlich gesagt geködert, mit in der zweiten oder dritten Staffel reite ich allein, I'm Legend-mäßig, weißt du, durchs tote Berlin. Was sind deine liebsten Rollen? Also Tatort mag ich, weil wir auch eins unserer, was wir uns vorgenommen haben für einen Tatort mit dem Sender auch, ist immer junge Regisseure und junge Kameraleute zu akquirieren, die einfach auch Bock haben. Wenn der Regisseur nicht eine stärkere Vision hat als du. Der muss brennen, mal, ne? Ja, der muss dich auch mal anstecken, wenn du mal mit der Vision, also mit der Vision, nicht mit dem Virus, wenn du mal ein bisschen in Seilen hängst oder so, ne? Weil ich habe auch ein paar Cops in meinem Bekanntenkreis, die akribisch da auf den Wahrheitsgehalt gucken, was so Abläufe angeht. Das finde ich eben auch interessant, ne? Weil du auch die Verpflichtung hast, finde ich. Und wie verhält sich da? Ja, ist es real? Sehr gut, ja. Was ist mit Hollywood? Hättest du da Bock drauf, da mehr einzusteigen? Ne, kann man gar nicht so sagen. Also mir geht es um ein Buch, ne? Ein gutes Buch ist. Ja. Guter Film, gute Geschichte. Mir egal, ob er aus der Tschechei kommt oder aus Dings. Wer beim deutschen Fernsehfilm in Deutschland, wenn schon der Redakteur Schiss hat, dass das Publikum, also dieser Dauerschiss. Na, wie du gerade sagst, kann die Pandemieserie im Hauptprogramm laufen oder nicht? Ne? Immer gleich wird alles. Oder warum muss Kommissar Falk rauchen? Weil der raucht, Digga. Ja. Dann wird vorher die Klamotte abgenommen und sagen, nee, da ist ein Logo auf dem T-Shirt, das muss abgeklebt werden. Ein ganz kleines Ding nur. Also eigentlich müsste man das, habe ich auch, ich habe das ja auch, da müsste das einfach rausschneiden. Ja. Also, da hängt ja eine Titte hier so raus, ist halt. Hast du mal einen Film gedreht, wo du gesagt hast, ging gar nicht? Nee. Hast du einfach konsequent durchgezogen und gesagt, ich habe immer Glück gehabt. Ich habe bisher noch keinen Film gemacht, den ich zum Beispiel wegen Geld gemacht habe oder wegen irgendwas anderem. Also ich hatte immer einen Grund. Es muss dir was bedeuten. Ne? Das heißt, die Rolle muss dir irgendwas bedeuten. Du brauchst ja irgendeinen Zugang dazu. Ne? Ja. Also muss irgendwie schon was mit dir zu tun haben. Weil dieses, du kannst alles spielen, ist auch totaler Bullshit. Ne? Glaubt man dir physisch auch zum Teil gar nicht. Ne? Du bringst ja 80% der Performance in deine Optik. Einer auch mal, der im Fernsehfilm, dieses Suiziddrama, Der letzte schöne Tag. Ne? Und der war geschrieben von Leuten. Da der Autor... da hat der Partner Selbstmord gemacht, beim Regisseur hat der Partner Selbstmord gemacht, das war eben für solche Leute geschrieben, was ich da in Briefen gekriegt habe danach und so. Ne? Ja. Also auch präventiv von Leuten, die das vorhatten, aber gesehen haben, was sie den Hinterbliebenen, es geht um die Hinterbliebenen, damit antun würden. Mhm. Oder wie Raju, der Oscar-Film. Da geht es um NGOs, die Kinder zocken aus Dörfern, aus ärmeren Haushalten und die dann zur Adoption freigeben an Europäer und Amerikaner, weil ne, das geht, ist ja bei uns schwer hier mit Adoption. Und das war ein Riesenthema danach, auch in der Indian Times und so, wegen dieses Films. Ja. Und dann haben die davon ein paar Läden zugemacht. Das ist natürlich super, ne? Wenn du dann tatsächlich Rückschluss hast in die reale Welt. Nimmst du die Rollen mit nach Hause, also sehr? Schon so, Thema. Dass die Arbeit selber am Set eine extrem anstrengend körperlich, weil du eben, wie du sagst, diese Trauer zum Beispiel und diese Anspannung die ganze Zeit halten musst. Du bietest ja dem Zuschauer so einen Kreis an und den Kreis muss der Zuschauer schließen, weil der soll auch heulen. Ja. Und nicht du. Nee. Weil wenn du heulst, denkst du, wer will schon jemanden flennen sehen, weißt du? Aber wieder dagegen ankämpft und da, weißt du, und du weißt genau, was in dem vorgeht und du kannst nicht mehr. Das ist legitim, also das musst du machen. Ich habe zum Beispiel, da gibt es eine Szene, wo ich am Grab bin, so, weil der lässt das nicht an sich ran, der Vater, ne? Ist halt auch wütend und so. Und dann habe ich gesagt, pass auf, das mache ich maximal zweimal. Ja, okay. Ja. Weil bei mir ist es real. Too much. Ja, das meine ich, ja. Bei mir, ich tue nicht so. Du gehst dann rein. Ja, du fühlst dich auch selber ertappt beim Faken, weißt du? Klar. Wenn du so tust, jetzt ist alles geil. Nee. Das ist überhaupt nicht geil, ich sehe das. Digga, es ist nicht geil, weißt du so? Ja. Das siehst du, das ist auch, ne? Geige oder Gitarre? Gitarre. Punk oder Klassik? Punk, tatsächlich auch. Wohnmobil oder Hotel? Wohnmobil.
Eindeutig, ne? Ja, 100%. Wir hatten es schon im Vorgespräch. Du gehst gerne raus und... Ja, ich gehe gerne raus. Ich habe tatsächlich auch einen Camper. Ich bin auch durch Neuseeland drei Monate im Camper, durch Kanada, durch Norwegen. So, New York oder L.A.? New York. Doch, das, ich bin auch gerne in the Jungle und so, aber L.A. war, ist für mich immer allein, wenn ich da... allein, dass du 3 Stunden durch die Stadt fährst. Wir haben noch Winnetou oder Old Shatterhand? Schwer zu sagen. Ich glaube Old Shatterhand. Tarantino oder Tatort? Auch noch. Tarantino. Sag mal, wenn du einen Rockstar spielen müsstest, wen wirst du dir aussuchen? Also Nirvana finde ich ja, Kurt Cobain finde ich geil, weil es auch ein Ende hat, was wir alle kennen. Soundtrack hatten wir vorhin. Würde mich interessieren, wie wichtig du Filmmusik einstoßt. Wenn sie dir nicht einfällt als Thema, dann war sie gut. Weißt du meine? Aber wenn... Wenn es auffällt, ist scheiße. Ja, würdest du jede Szene mit einer Musik würdest du anders verstehen. Ja. Also dieselbe Szene, absolut richtig. Mit trauriger Musik, sagt denselben Scheißsatz bei Punk, dann findest du es lustig. Oder keine Ahnung, was das ist, ja, wirklich ja, verrückt. Deswegen ist ja das logisch. Unfassbar wichtig. Übrigens bei vielen anderen Dingen auch. Also habe ich neulich mal gelesen, guten Wein... ist, der Geschmack ist abhängig von der Musik, die dazu läuft. 3 besten Schauspieler. James Gandolfini. Da gibt es auch ein paar deutsche gute Filme. Moritz finde ich zum Beispiel wirklich richtig gut. Jetzt nochmal in Top 3 besten Filme. Wirst du haben? Kultfilm. Ich fand ja super Breaking the Waves zum Beispiel. Finde ich nach wie vor super. Ich fand super Bubble. Richtig geiler Film. Einer von über das Kuckucksnest. Fand ich. Jack Nicholson. Der fand ist ich auch ein Top Schauspieler. Ja, aber auch die anderen. Der den kleinen Spieler, den Verrückten. Ja, ja. Super Filme. Every Rotten Sunday oder so, dieser englische Film, die ganzen englischen Arbeiterfilme, fand ich super. Dann aber auch Mann beißt Hund, diese ganzen bekloppten Filme. Ne? Und deine 3 besten Filme, die du gemacht hast? Der letzte schöne Tag, dieser Film, ist mit Sicherheit dabei. Winnetou mit Sicherheit dabei. Mhm. Also das war für mich... Vom Erlebnis einfach. Vier Monate Kroatien, völlig in dieser Welt. Echt so, ab Blitzwitzer sehen da. Mit den Pferden zum Teil zum Drehort, weil das war so weit oben, da konntest du gar nicht anders hin. Das Set war verwüstet, weil Bären in der Nacht da waren. Die mussten morgens die Bären vertreiben. Digga, der 10 Tage Unterbrechung, weil dieser Bohrer, dieser Wind in Jugoslawien das alles weggefegt hat. Experiment natürlich so als Startschuss. Steigt nicht aus, fand ich super, diesen Thriller. Antikörper, meine erste große Kinorolle, fand ich auch super. Das war Rodeo Radio, der Boss Horse Podcast. Bei mit Radio Bob. Mit Wotan. Mit Wotan als Gast. Cool. Vielen Dank. War ganz großartig. Sehr gerne. Vielen Dank. Na, wir sagen Ciaudi. Ciaudi. Hier ist Rodeo Radio. Die Boss Horse Rock Show bei Radio Bob. Huh.